Ich gehe mit. Nein, Werner. Es ist mein. Du würdest mich nur aufhalten. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu retten. Und wahrscheinlich auch uns. In längstens einer Stunde bin ich zurück. Was macht er? Michael! Michael! Bleib stehen! Wir retten dich, Michael! Hörst du? Michael! Eine andere Verbindung habe ich nicht mehr. Dann müssen wir warten. Billionen von Kilometern durchflogen. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Jahre werden vergehen. Und die Kinder werden lernen, dass wir die Ersten waren, die sich in den Kosmos begaben, um auf den Planeten des Alpha Centauri nach Leben zu suchen. Den letzten Meldungen des Astronautischen Weltzentrums zufolge verlaufen die Startmanöver von Ikari programmgemäß. Nach 8 Jahren der Vorbereitung hört Ikari auf, ein Satellit der Erde zu sein. Ikari XB1 ist eigentlich eine kleine kosmische Stadt für 40 Bewohner. Der Alpha Centauri wurde nicht nur deshalb als Ziel der Expedition gewählt, weil er der nächste Fixstern ist. Entscheidend war, dass er unserer Sonne ähnelt. Und dass er einige Planeten hat, auf denen man die Existenz von Leben voraussetzen kann. Während ihrer ganzen Bauzeit, die Ikari rings um die Erde, als stationärer Satellit. Und was wird dein Vater auf der Ikari machen? Nichts. Was heißt nichts? Na nichts, aber wenn sie auf einem Planeten gelandet sind, wird er Blumen und Käfer sammeln. Bekanntlich wird Ikari nach 15 Jahren zurückkehren. Unter dem Einfluss der Dilatation der Zeit wird ihre Besatzung, populärwissenschaftlich gesprochen, nur 28 Monate älter geworden sein. Hier Mars. Unser ständiger Korrespondent teilte soeben mit, dass Ikari XB1 die Bahn des Jupiter überflogen hat und noch im Laufe des heutigen Tages den Bereich unseres Sonnensystems verlassen wird. Zentralautomat. Ende der überhöhten Spannung. Normalregime. Ich schalte die Autoregulation aus. So. Das hätten wir. Meine Damen, bitte aufstehen.